Unsere Lokalschlacht aus Hannover kommt in die heiße Phase. Kann Christian den Sieg eintüten? Wir sind handwerklich gekocht, klassische Küche und lecker. Geschmacksverliebt, optikverliebt. Also ein ganz großer Kollege. Doch dieses Niveau muss der Kollege den ganzen Abend halten. Guckt euch diesen Gargrat an. Das ist der Wahnsinn. Ist Iberico ein wenig sehr hart gewesen, trocken? Ja. Ist halt Christine. Es kann passieren, es ist nichts Schlimmes. Das heißt nicht, dass sein Handwerk scheiße ist oder sonst was. Spätestens bei der Rechnung zeigt sich, wie zufrieden die Kollegen wirklich sind. Oha. Also dafür, was wir heute hier geliefert haben, ist das da unten ein kompletter Witz. Hannover. Hier ist der Küchenkampf ein Kopf-an-Kopf-Kochen. Benjamins Lindenblatt führt knapp vor Eskult und Frau Hoppe. Doch heute startet Christian ein Überholmanöver. Das Beckers Restaurant liegt in der schönen Oststadt. Profikoch Mike Süßer freut sich auf sein nächstes Ziel ganz besonders. So, jetzt an Tag 4, glaube ich, wird es richtig spannend. Wir haben den Christian in den letzten Tagen kennengelernt und man merkt, er ist absolut vom Fach. Er selber hat einen unglaublichen hohen Anspruch an sich und an sein Restaurant. Er nimmt die Spitzengastronomie, aus der er kommt, nimmt damit in der Qualität in seinen Gerichten. Und diese Qualität schaue ich mir jetzt an und hoffentlich schmecke ich sie auch. Seit 2 Jahren ist das Lokal eine Top-Adresse im Viertel. Inhaber und Chefkoch Christian achtet auf jedes Detail. Der Laden an sich hat also ein Stück weit was von einem französischen Bistro. Das heißt, die Küche ist auf Französisch angehaucht. Damit Mike zum Finale seine Extrapunkte vergeben kann, muss er sich natürlich selbst einen Eindruck vor Ort verschaffen. So, das ist mal schick hier, ne? Sehr schön. Da ist keiner. Da ist keiner. Da wird gearbeitet. Moin! Hi! Hallo Christian! Servus! Moin Mike, grüß dich! Kommst du raus? Na klar! Ja, los! Gerne. Bis gleich! Ja, bis gleich! Die ganze Aufmachung da außen, dieses helle, also auch das Marketing, das passt alles, zieht sich drin auch gleich durch. Schön mit dieser langen Theke, die Holzmöbel und so. Also erster Eindruck ist echt schön. Bei uns einfach das Konzept ist, jeder soll sich wohlfühlen. Ja. Also es ist nicht das Business-Restaurant oder das Gourmet-Restaurant. Wir sind handwerklich gekocht, klassische Küche und lecker.